schon wieder überhaupt gar kein Essen zu Hause. Hier liegt ein Apfel. Das ist gar kein echter Apfel, das ist eine Attrappe aus Plastik. Okay, kein Essen, kein Apfel, das blöde... Warum ist das Bett überhaupt in der Küche? Wir haben unten so viel Platz. Papa? Mama, warte, was machst du denn hier? Schatz, geh weg. Oh, du hast Pizza, darf ich die haben? Nein, wir haben so viel Platz, warum musst du das Bett jetzt hoch? Und wo ist Papa überhaupt? Ist der einkaufen? Papa habe ich rausgeworfen. Okay, und was machst du hier mit dem riesen Computer-Setup unten? Ich werde Profi-Hacker. Warte mal, du willst mir sagen, du hast hier die ganze Zeit Platz gehabt. Für noch ein ganzes Extra-Bett und ein riesen Safe und irgendwelche Server und... zwei Waschmaschinen und hier ist super viel freier Space. Und ich musste das andere Bett oben in die Küche stellen? Ich habe keine Zeit dafür, Ronja, weil du jetzt Hacker wirst. Ja, okay, weißt du was? Das reicht. Mama, ich gehe. Ich suche mir eine neue Familie, die sich besser um mich kümmern und die mir einen Platz geben und die mir Essen geben und die nicht einfach meinen Vater rausschmeißen, ohne mir Bescheid zu sagen. Was soll denn das? Okay, bye. Okay, das war schnell. Mach's gut. Jetzt muss ich mir irgendwie eine neue Familie suchen. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. So schwer kann das nicht sein. Das machen 1000 Leute jeden Tag. Kann ich jetzt von Haus zu Haus gehen und fragen, ob mich jemand aufnehmen will? Oder es gibt ein Adoptionscenter, aber ich glaube, die haben nie was frei. Ich glaube, das von Haus zu Haus gehen ist eine bessere Idee. Ich kann dann noch ein bisschen screenen und gucken, wer hier ein schönes Haus hat und wo ich wohnen möchte. Okay, hier wohnt jemand. Die hat aber nur einen Wohnwagen. Das ist vielleicht ein bisschen zu klein für mehrere Personen. Das heißt, die adoptieren mich wahrscheinlich nicht. Das Haus sieht eigentlich schön und groß aus. Aber ich glaube, hier ist niemand zu Hause. Was ist denn? Oh, Prinzessinhaus? Okay, ich bin zwar keine Prinzessin, aber eigentlich sind Prinzessinnen doch nett und hilfsbereit. Vielleicht helfen die mir und nehmen mich auf. Hallo? Die Tür ist offen. Hallo? Hallo, wer bist du denn? Hi, ich bin Ronja, ich bin von zu Hause abgehauen, beziehungsweise ich suche mir eine neue Familie, weil meine Mama mir kein Essen kauft und sie will jetzt Profi-Hacker werden und keine Ahnung. Seid ihr echte Prinzessinnen? Ja. Oh mein Gott, wie aufregend. Warte, da ist noch jemand. Hi, bist du auch eine Prinzessin? Hallo, ich bin Prinzessin Anna. Hi Anna, schön dich kennenzulernen. Ich bin Ronja. Wie lange wohnt ihr schon hier? Ich habe euch noch nie gesehen. Wir haben seit ein paar Tagen dieses Haus. Oh mein Gott, wie cool. Okay, gibt's irgendeinen Weg, dass ich mit euch wohnen kann? Ich wäre auch so gerne eine Prinzessin. Wenn du willst, kannst du gerne hier wohnen. Oh mein Gott, wirklich? Ja, wir freuen uns immer über Neulinge. Oh mein Gott, wie schön. Ja, du bekommst dein eigenes Zimmer. Oh mein Gott, wie cool. Ronja, willst du shoppen gehen? Ja, natürlich will ich shoppen gehen mit einer echten Prinzessin. Ja. Psst, passt aber auf den bösen König auf, Anna. Warte, welcher böse König? Ja, ja. Anna, von welchem bösen König redet sie? Er will uns das Haus wegnehmen. Oh nein, das ist ja schrecklich. Ja, aber zusammen schaffen wir es. Alles klar, ich halte die Augen offen. Dann einkaufen? Los geht's. Ronja, du siehst toll aus. Oh, danke schön. Ich fühle mich auch, als wäre ich jetzt eine Prinzessin. Das ist gut. Als nächstes? Oh nein. Warte, was ist los? Stimmt irgendwas nicht? Alles ist mit Anna, ist okay. Die wollte nur in der Stadt bleiben. Warte, oh mein Gott, wer ist das? Ist das der böse König? Hallo, Prinzessinnen. Oh nein. Das ist halt, oder sie sieht genauso aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Geh weg, böser König. Ich sehe, es gibt eine neue Prinzessin. Das geht dich überhaupt nichts an. Wer bist du überhaupt, dass du den armen Prinzessin hier ihr Haus wegnehmen willst, ha? Ruhe, du nerviges Ding. Okay, weißt du was? Die Prinzessin war nicht sehr lieb zu mir und haben mich aufgenommen, während meine Mama mich rausgeschmissen hat, beziehungsweise mich nicht füttern wollte. Und naja, ist egal, ist eine ganz andere Sache. Punkt ist, du bist der Einzige, der hier nervt. Ronja, Vorsicht. Zurück, oder ich verfluche dich. Warte, der kann auch noch verfluchen? Geh weg, du bist hier nicht erwünscht. Und wenn Anna hier wäre, würde sie dir das genau gleiche sagen. Ich werde wiederkommen. Kommt ihr überhaupt rein? Ich dachte, wir hätten abgeschlossen. Ronja, er ist gefährlich. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Okay, wir müssen ihn irgendwie aufhalten. Es kann ja nicht sein, dass er uns das Haus wegnimmt. Wir wissen nicht wie. Hm, verstehe. Vielleicht kann ich mir was überlegen. Wir werden einen Weg finden. Okay, mach dir keine Sorgen. Okay, wenn du das sagst, dann beruhigt es mich. Jetzt geht's aber auf zur Tanzstunde. Oh, yay, Tanzstunde. Das klingt spaßig. Oh mein Gott, ist das Tanzstudio hier? Ja, genau. Wir tanzen heute Ballett. Oh, wie schön. Oh, warte, da ist ein anderes Mädchen da. Hallo. Hallo. Oh, du bist wirklich gut. Seit wann trainierst du hier? Du hast ja gar keine Tanzkleidung an. Ich habe keine Tanzkleidung. Oh, ich bin mir sicher, hier gibt es noch irgendwo Wechselkleidung, oder? Warum hast du keine? Meine Mama hat mich rausgeworfen. Oh mein Gott, genau das Gleiche ist mir auch passiert. Wollen wir sie aufnehmen? Können wir sie aufnehmen? Haben wir noch Platz im Haus? Ja, natürlich. Dazu sind wir ja hier. Okay, verstanden. Als Prinzessin will man immer Gutes tun und anderen Leuten helfen. So wie ihr mir. Okay, Herzlich, wir können dich aufnehmen. Wir leben zusammen im Prinzessinnenhaus.
Wirklich? Ja, ich bin auch obdachlos gewesen und dann bin ich da hingekommen und es ist wirklich super. Ich kann eine Prinzessin werden? Ja, alle sind super lieb und wir kriegen dir neue Anziehsachen und du wirst eine echte Prinzessin werden. Danke. Dann, komm mal mit, oder? Obwohl, wir können immer noch Tanzunterricht machen, wenn wir noch hier sind. Nach dem Tanzunterricht gehen wir los. Alles klar, abgemacht. Dann mal los. Sie ist so eine Liebe, oder? Wie schön, dass wir sie aufnehmen konnten. Und, wie steht mir das? Du siehst super aus. Das ist toll. Ronja, zeigst du ihr alles? Alles klar, wird gemacht. Okay, folg mir einfach, dann zeige ich dir dein Zimmer. Ich bin auch mal hier, deswegen kenne ich mich auch noch nicht so perfekt aus, aber folg mir einfach. Und du kannst quasi nicht verloren gehen in dem Riesenhaus. Okay, also einmal die Treppe hoch, sind die Schlafzimmer. Hier ist das eine, ich glaube, das ist von Anna, die ist aber gerade in der Stadt. Dann ist hier hinten das nächste. Wenn du möchtest, können wir uns das teilen. Hier sind zwei Betten drin, ne? Na, hier schlafe ich. Ich schlafe im unteren. Und hier drüben ist das letzte und größte Schlafzimmer. Das ist von der Prinzessin, die du unten gesehen hast. Hier ist auch eins der vielen Bäder, aber fast jedes Zimmer hat ein Bad. Wie groß das hier alles ist. Ich weiß, riesig, oder? Wir haben auch noch, Achtung, einen Pool im Keller. Und wir haben, keine Ahnung, was hier alles noch ist. Achso, das sind noch mehr Schlafzimmer. Wir haben eine Riesenküche, wir haben einen Kamin. Und wenn du mal weiter runter guckst, Achtung, hier ist unser PC. Und hier ist noch ein Bad. Wir müssen uns also wirklich nicht um die Dusche prügeln. Wow, wie in einem Schloss. Ja, so fühlt sich's an. Aber Achtung, falls du jemanden siehst, der echt gefährlich aussieht, der hat auch eine Krone auf, dann ist es der böse König. Oh, der hat irgendeinen bösen Plan, um uns unser Haus wegzuklauen. Oh nein, wie gruselig. Ja, und ich glaube, er hat spezielle Fähigkeiten und ich glaube, er kann uns auch verfluchen. Wir müssen irgendwas dagegen tun, aber wir wissen nicht was. Habt ihr schon versucht, ihn zu fangen? Tatsächlich nicht, nein. Weißt du was? Vielleicht würde das klappen. Ich frage mal die andere Prinzessin. Eigentlich sind wir genug Leute hier. Auf jeden Fall, geh du mal in dein Zimmer und richte dich ein. Okay. Ich habe gerade mit dem neuen Mädchen geredet. Denkst du, es wäre möglich, einfach den bösen König zu fangen und irgendwo einzusperren? Vielleicht können wir ihn mit irgendwas hierher locken. Das ist gar keine schlechte Idee. Ja, oder? Er kommt jeden Abend hier hin. Warte, wirklich? Jeden Abend? Ja, aber wohin sollen wir ihn sperren? Das ist so ein bisschen die Frage. Erst habe ich überlegt, ob im Keller, aber da ist hier ein riesen Pool, deswegen können wir ihn da schlecht einsperren. Gibt's irgendwas? Oh, warte, was ist das da hinten? Das sieht aus wie ein geheimer Raum, vielleicht hinten bei der Garage? Vielleicht kann man ihn hier irgendwo festbinden? Klar, das würde gehen, ja? Okay. Dann führst du ihn runter und ich warte hier unten? Wird gemacht. Okay, perfekt. Wo sind denn eure Seile? Ich bring dir gleich welche. Okay, perfekt. Ich hoffe, das klappt. Okay, hast du den König? Okay. Ich verstecke mich hier unten im Zelt, bring ihn runter und lock ihn hier rein, ja? Dann kann ich ihn verhaften. Okay, da kommen sie. Hier sind meine Handschellen. Und dann kann ich ihn einfach festmachen und dann können wir ihn zur Polizei bringen und da einsperren lassen. Oh mein Gott, da kommt er. Da drin ist es, Herr König. Das will ich auch hoffen. Ha, Überraschung, du bist festgenommen. So, ha. Okay, das ist besser gelaufen als gedacht. Mist. Jetzt müssen wir nur noch die Polizei rufen, dann können sie ihn einsperren und wir haben ihn. Du nimmst uns unser Haus nicht mehr weg. Du hast es geschafft. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.